Geht ab, Freunde, ich bin wieder am Start. Einen Tag später, gestern war ich ja noch bei Zwoll auf seinem Geburtstag. Und ja, dann habe ich mit meinem DJ-Kollegen DJ Even bis 5, halb 6 morgens durchgezockt. Hab dann auch bis dementsprechend halb 3 geschlafen. Hab erst 71 Gramm Shake drin. Und da ja auch heute Dönerstag ist, werde ich mir heute wieder meinen Döner gönnen. Nach dem Döner werde ich ungefähr so 2,5 Stunden warten mit dem Training. Wir müssen heute wieder die Beine dran. Kann ich hier ein paar kleine Szenen reinpacken. Und dann geht's wieder nach Hamburg. Wieder ins Halo zur Brown Family Night mit Moxie, Mike Cavillo und The Galaxy. Basshaus, Trap, dies, das. Also Leute, viel Spaß mit diesem Video. Peace out. So we can be free. Das ist der Dönermann, der jeden Donnerstag und jeden Samstag da steht, Mann. Und ich schwöre dir, das ist einer der besten Döner, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Die Kuttesoße ist echt mega heftig geil. Und die haben auch so Geflügelwurst, so Currywurst auch mit Geflügel. Die schmeckt auch so Porno, Mann. Aber da kann ich die Kalorien leider nicht so einschätzen. Deswegen esse ich lieber den Döner. Und ich habe mir da 2 geholt. Und zwar noch von meiner Freundin, die sich nämlich auch für zum Makrostar ernährt. Für die FIBO, sie wird ja auch bei Blackland am Stand stehen und ja, also bei ihr klappt das auch, ne? Jetzt erstmal ab in den Gym. Ja, auch gerade in den Gym gekommen, sind auch gerade schon mal in neuen Schuhe angekommen und zwar... So, Freunde, nach 4 Stunden schneiden, rendern, das Video direkt auf YouTube hochladen, das Titelbild machen, alles drum und dran, endlich alles fertig und das Training auch fertig jetzt. Wir haben jetzt schon 8:30, ich bin schon seit 2:30 im Gym. Krass, krass, krass. Also Social Media Kram und ohne Scheiß. Ist echt viel, 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 viel Arbeit, gerade wenn man ein YouTuber ist. Es ist echt viel Arbeit, auch wie die meisten das nicht glauben. Und Videoschneiden dauert auch immer so, kommt an, wie viel Material du hast. Bei mir müssen immer so 2 bis 3 Stunden rennen, dann ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und das Hochladen auch nochmal so 10, 15 Minuten. Kommt darauf an, wie schnell das Internet ist. Auf jeden Fall gönne ich mir nach dem Training nochmal einen 60 Gramm Shake. Ja, und dann mal gucken, was ich noch so essen werde. Weiß ich auch noch nicht, ich habe auch nicht viel gegessen. Mal schauen. So, Freunde, ihr kennt das ja noch von meiner letzten Party in Bremen, weil man jetzt wieder zuzieht. Ne? Bodybuilder-like. Und aufpassen, dass hier keine Tropfen reinkommen, wenn es regnet. Sonst direkt klumpig dies, das. Yeah, Buddy. Oh, Digga, das ist ein ganzes gut, ich trau mich nicht mehr. Trau dich, schon hart, ne? Okay. DJ-like. Danke, Bruder. Ciao, ciao, ciao. Pre-Workout, dies, das, jetzt geht Party ab. Yeah.
Jo. Wieder zurück aus Hamburg von der Brom Family Night. Todesmüde auch. Und ja, ich wollte nur noch sagen, so, was ich danach gegessen habe, war einfach nur ein 60 Gramm Casein-Shake, habe ich nur getrunken. Und das war's. Ich war vielleicht bei 2200 Kalorien höchstens. Ja, Mann. Ich kann auch mal einen Tag so vorkommen. Danke fürs Zuschauen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Und ja, Leute. Peace. Oh.